denn die Wahrheit ist situationsbedingt, weil das der Dümmere auch meist gewinnt mit seiner Meinung. Denn jede moderne Meinung versteckt unter einer politischen Verkleidung. Die Medien machen es vor und es endet meist mit einem Eigentor. Extrem links oder extrem rechts zum Beispiel stinkt. Ich stelle mir manchmal eine unparteiische Welt vor, wo nicht der mit dem lautesten Mundwerk Gedanken haben Wundwert. Egal ob er in Lügen schwimmt, dass die Kunst sich verkaufen zu können. Mache Leute werden's glauben, der Künstler wird euch eures Eigen berauben. Sein Wort in euren Kopf, Wissen oder persönliche Meinung ohne Unterscheidung im Schulsystem untergebracht, hat schon so manchen schlechten Professor vorgebracht. Denn was ist auch schon wirklich wissenschaftlich belegt? Fakten werden widerlegt, wenn man andere Ansätze hegt. Richtig und falsch machen auf einer flachen Erde, bis man ein Bild aus dem Wälder sieht. Keine Beschwerde. Wird euch nicht sagen, was richtig ist, egal wie wichtig es ist. Wir sind alle verschieden, sollten uns dann nicht in die gleiche Richtung biegen. Siegen auf anderen Wegen, hasse Leute, die ihre eigene Meinung als einzige richtige Wahrheit hergeben. Hasse Leute, die ihre eigene Meinung als einzige richtige Wahrheit hergeben. Hören, mich nicht beklagen. Kann mich nicht beklagen, kann mich nicht beklagen. Mich nicht beklagen, egal was sie über mich sagen. Die Fragen, die sich hinter dem Rücken überschlagen, sie werden es eh nicht wagen, es mir ins Gesicht zu sagen. Kann nämlich gut mit Kritik leben, lasst uns doch drüber reden. Bin kein Gangster-Rapper mit einer zu großen Klappe, Krokodil und mental instabil, der nur laut bellt. Jeder zweite Reim dreht sich um Geld, redet nur weiter. Spekulationen machen euch eh nicht gescheiter. Gerüchte, Küche, Flüchte vor den Gedanken, wechseln sich um meine Persönlichkeit ranken. Könnt mir für Unterhaltungsstoff danken, vielleicht dann später um die Wahrheit ranken. Tanke meine Energie aus der Ruhe in einer Trostfantasie, schreibe ich sie nieder, manchmal entstehen Lieder, doch hören werdet ihr sie nie. Ohne musikalische Symphonie, ein Wille zur Kreativität, den auch jeder hat und versteht, meistens eh nur Ehrgeiz, der fehlt, dass man Gedanken als Wirklichkeit belebt, bis das Licht ausgeht und das Ungewisse, welches ich vermisse, verloren geht in Risse, verloren geht in Risse.